Grüße. Hallo Leute von der Zeit zur Lupe. Heute was ganz Besonderes. Ich bin beim Christian Schmidt. Aber wir dürfen auch Christian sagen, ich bin der Henry, mich kennt er ja auch. Ist ein Künstler aus dem Thüringischen, gar nicht weit weg von unserem Burgenlandkreis. Irre. Was machst du hier eigentlich, Christian? Ja, ich versuche eine große Hand zu gestalten, die dann eine Arche aus Glas trägt. Und das ist praktisch ein Auftrag von dem Verein aus der Zeitzer Ecke. Und ja, die haben mich damit beauftragt und ich habe die Herausforderung angenommen. Die Hand ist ja wirklich eine Herausforderung. Hat die eine Bezeichnung Gottes Hand oder was ist das hier? Also entweder Gottes Hand oder es ist ja ein Naturschutzprojekt. Es wäre eigentlich besser zu sagen, das ist die Hand von jedem Menschen. Also jeder Mensch hat es in der Hand, dieses Glasboot zu tragen, diese Natur zu tragen und die Natur zu schützen. Also nicht unbedingt nur Gottes Hand, sondern jeder sollte davon angesprochen werden. Da fällt mir bei dir auf, du hast ja auch nicht gerade kleine Hände. Ich bin ja auch groß und irgendwie erinnert mich die Hand schon ein bisschen an deine Hand. Also eine Frauenhand war nicht die Vorlage, oder? Nee, sollte schon was Maskulines sein und es zählt ja auch der Inhalt, also sollte schon Kraft ausstrahlen. Und wie ist das gebaut worden? Ich habe noch nicht so große Bäume gesehen. Wie machst du das? Ja, wir sind einfach mal nach Amerika. Nein, Quatsch. Wir haben praktisch 80 Baumstämme in Blöcke gesägt, 15 mal 15 cm und 4 Meter lang. Und die haben wir dann auf Fläche gehobelt, kreuzweise versetzt, verleimt, bis dann dieser große Klotz stand. Und dann kämpfen wir jetzt seit mehreren Tagen, Wochen schon mit der Kettensäge und haben die Anatomie gestaltet. Und jetzt ist der Feinschliff dran. Ist das die Kettensäge, mit der du alles machst? Kannst du mal hochheben? Hebst du mal hoch für unser... Ja, das ist praktisch die größte Kettensäge von der Firma Stihl, was es gibt. Ist vergleichbar mit einem Moped, plus dass man es in der Hand hat. Und Was wiegt es so? Also die wiegt ungefähr 12 Kilo. Wow, also würden mir die Arme abfallen. Hast du schon viel trainiert? Fitnessstudio brauchst du, glaube ich, nicht, oder? Nee, ich habe mein Fitnessstudio hier jeden Tag. Und im Garten läuft eine Frau mit Kind rum. Ja, das ist meine tolle Frau, ja. Also fast Frau und mein eins meiner Kinder, ja. Die andere ist im Kindergarten. Ja, die unterstützen mich eben volle Bulle bei diesem Mammutprojekt hier, was hier ansteht. Und den Rückenhalt, den brauchen wir auch. Bist du jetzt eigentlich Handwerker oder bist du mehr Künstler? Jetzt, was würdest du dich bezeichnen? Also eine Gewerbenummer habe ich nicht gekriegt, weil ich freischaffender Künstler wurde ich genannt und ich habe mich bis jetzt noch nie als Künstler gesehen, aber ich denke schon, weil viele Menschen bezeichnen mich so, dass ich doch in die künstlerische Schiene gehöre, sage ich mal so. Also ich habe das nie gelernt, diese bildhauerische Tätigkeit, ich habe das mir autodidaktisch angeeignet und habe da drin eigentlich meine Berufung gefunden, nicht meinen Beruf, sondern meine Berufung und ich stelle mich eben immer vor neue Herausforderungen, also wie so ein Mammutprojekt hier. Also für mich ist das wirklich beeindruckend, die große Hand. Also dann bist du ein wahrhafter Künstler, ist ja schön kein Lebenskünstler, sondern ein Künstler, der wirklich was schafft. Das fetzt ja. Also ich bin voll begeistert. Also liebe Leute, Zeit zur Lupe, kommt, besucht ihn, unseren Christian Schmidt. Kann man auch bei den anderen Dingen auch noch erwerben, oder? Ja, bei mir kann man alles erwerben, denke ich mal. Auftragsarbeiten mache ich. Also ich habe mich mehr an diese moderne, abstrakte Schiene begeben, also weg vom Realen, sage ich jetzt mal so. Und ja, das... Wobei die Hand schon sehr real aussieht, oder ist das ein UFO in Wirklichkeit hier? Oder? Nee, eigentlich eine Schildkröte. Nee, Quatsch. Da muss ich auch dazu sagen, das ist ein Gemeinschaftsprojekt, also über mehrere Landesgrenzen, sage ich mal so. Also das habe ich zusammen mit einem Sergej Dischlewoj aus der Ukraine gestaltet. Die ganze Planung und das Sägerische ist alles mit Sergej in Gemeinschaftsarbeit verlaufen. Also das ist nicht alleine mein Projekt, auch die ganzen Sponsoren und die ganzen Mitwirkenden, die mir dabei geholfen haben, weil alleine kriegt man so eine Geschichte nicht gemanagt. Und das muss man ehrlich sagen, das ist... Hätte ich ihn sehr gehen, ich wäre nicht diese schöne Aussage, diese Kraft in dieser Hand ist einfach so. Ich hätte das
anders gemacht. Ja. Nicht so anatomisch, sondern minimierter, sage ich mal so. Aber ich denke, für die breite Bevölkerung ist diese Variante besser, sage ich mal. Jetzt mal was zum Technischen, doch wenn man Interesse auch hat. Was ist das A für eine Holzart? Also das ist Eiche. Schöne, harte Eiche. Also wir knüppeln hier ordentlich und das ist alles plan gehobelt, verleimt. Hat man anfangs ein paar Schwierigkeiten, da hat der Leim nicht gehalten und man konnte ja auch niemanden fragen, weil diese technische oder allgemein dieses so ein Projekt gibt es bis jetzt noch nicht, dass man das so verleimt und so. Und wir haben jetzt einen guten Partner gefunden, mit dem wir da zusammengearbeitet haben. Und ja, jetzt hat es funktioniert. Jetzt ist die Feinheit dran, die Kosmetik, und dann wird das alles noch verdübelt und zum Transport fertig gemacht, Oberflächenbehandlung, und dann hoffe ich, dass das spätestens am 30. Mai in Zeitz steht und dass es mit der Arche verbunden wird. Noch ein paar Daten. Wie groß ist das Ganze? Also die Hand ist 4,60 Meter lang, 2,60 Meter breit, 2 Meter hoch. Oh ja, ich bin so 1,90, seht ihr. Und wiegt im fertigen Zustand ca. 6,5 Tonnen. Wow. Den Eichenblock haben wir auf 8,2 Tonnen geleimt und haben dann praktisch das Überflüssige weggeschnitten. Also wir haben schon ein paar Tonnen bewegt mit dieser Hand. Also das ist schon völlig verrückt. Also lieber Christian, ich bin voll begeistert von deiner Kunst. Ich darf mich noch ein bisschen umschauen auf deinem Platz nachher. Sicher. Und jetzt machen wir eins, lassen wir die Kamera einfach laufen, liebe Leute. Weil bloß geplappelt wollen wir nicht. Wir wollen mal, das Schwert hier mal in Aktion sehen. Und du, geht es? Kannst du ein bisschen bauen für uns? Ich baue ein bisschen und ich nehme zwar nicht die ganz große, ich nehme die kleine Filigrane und ich baue ein bisschen. Kannst du mal anschmeißen, kannst du schon mal für uns, oder? Ob das jetzt was wird. Okay, also tschüss, liebe Leute. Jetzt schauen wir ihm bei der Arbeit ein bisschen zu. Wir schauen uns noch rum. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.